So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers und heute bin ich nicht alleine, ich habe die Leiche bei mir. Hallo Leiche. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Leiche hat ja hier drüben den großen Bohrer schon gebaut und er wird heute ein bisschen mich unterstützen bei dem Stationsausbau und ja, würde ich sagen, Leiche, legen wir mal los, oder? Ja, lass uns anfangen. Soll ich mal ganz kurz einen Soundcheck machen? Sag mal was. Hallo, hallo. Test, test. Okay, sollte funktionieren. Gut, und zwar, guck mal, ich baue jetzt, das war doch die Zweierhöhe, die du vorgeschlagen hattest, ne? Ja. So, ich würde im Prinzip auch viel mit Fenstern machen, dass ich noch gar nicht hier alles runterziehe, sondern jetzt nur erstmal das Dach hier mache. Und wollte eventuell noch eine zweite Etage draufbringen. Ja. Müssen nur gucken, wo man denn ungefähr das Treppenhaus hinbaut, aber nichtsdestotrotz kann ja trotzdem, glaube ich, sollte ja, kann ja zugemacht werden, ne? Das ist, Ja. Ich ziehe das jetzt hier mal so rüber. Du willst da eh die Schrägen wie unten rein haben, denke ich mal. Genau. Ups, ich hole ein paar Startplatten oder so. Ja. So, ich baue jetzt quasi gerade schon einen Teil der Decke, damit wir hier die Schräge ansetzen können. Und dann müssen wir gucken, wie groß wir die einzelnen Quartiere bauen, damit wir dort dann halt auch viel mit Fenstern machen können, damit die auch eine super Aussicht haben. Die schönen, ja. Die schönen Botschafter, die. Ja, dann erzähl mal, wie lange spielst du denn schon Space Engineers? Lass mich nicht lügen, aber ich glaube ein halbes Jahr, das ist noch nicht so lange. Also okay. Hast das ja Spiel gibt es zwar schon länger, aber ich bin irgendwie erst vor einem Jahr ungefähr drauf gestoßen. Ja, dann hast du ja die größten Bugs zum Glück alle nicht mitbekommen, aber es sind ja trotzdem ja. Immer noch genug Bugs da, ja. Ja, sind noch genug da, vor allen Dingen Multiplayer-mäßig. Ja. Leckt es denn doll bei dir? Es geht, es ist spielbar. Ich sag mal, er zeigt mir zwar an, größer 250. Muss ich langsam und durchfliegen. Ja, ja. Es kommt auch noch dazu, dass ich ja ein paar Kilometer weit weg von Deutschland bin und deshalb, ja, die Verbindung wahrscheinlich noch ein Stück schlechter ist, als wenn wir beide in Deutschland wären, ne? Ja, das ist ein Riesenunterschied. So, wir haben jetzt hier schon mal das Außengerüst fertiggestellt. Müssen jetzt nur noch hier oben in die Ecken die Schräge einbringen. Und irgendwie ist es bei dir auch so, dass jetzt teilweise die wenn du jetzt diese Dreieckspanzerung nimmst, dass die sich manchmal automatisch dreht. Ja, fiel mir auch gerade, ich wollte auch gerade fragen, ob das neu ist, dass die sich automatisch ausrichtet. Ja. Das ist extrem ätzend, vor allem wenn du quasi fliegen willst und schnell was bauen willst und dann auf einmal dreht die sich weg. Das ist denn nicht so schön. So, ich gehe aber mal wieder in die Ego-Perspektive. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Die Leiche und ich, wir planen ein Minecraft. Ja, es wird eher so ein Let's Play sein. Und zwar haben wir einen Mod entdeckt, den mir bekannt, soweit bekannt ist, noch keiner spielt. Es handelt sich um den Jurassic Park Mod. Und da geht es darum, dass man halt, ja, quasi Dinos finden muss, entwickeln muss, die Fossile abbauen muss und da sind wir quasi dabei, gerade eine Welt aufzubauen. Und schreibt mal rein, ob euch das auch eventuell interessieren würde. Habe ich das richtig formuliert? Ja, vollkommen korrekt. Sehr gut, sehr gut.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ein Minecraft-Noob. Also ich habe mal irgendwann mal ganz am Anfang wo es so relativ frisch war, ein bisschen gezockt. Aber jetzt mit den ganzen Neuerungen, da ist die Leiche einfach mal top drin. Der kennt sich da komplett aus mit Minecraft, mit Reaktoren, mit einem Pipapo. Ich sag mal größtenteils mit den Technik-Mods. Genau. Sag mal so, hier die Zauber-Mods und so, das ist nicht wirklich meins. So wie Zauber erforschen und das, aber da kann man sich ja reinarbeiten, wenn wir soweit sind. Genau. Oder es findet sich noch jemand, der sagt, ja, er ist der komplette Zauber-Troll hier. Ja, dann könnte der uns das zeigen und machen und tun. Genau, und mitmachen. Also das soll nicht ein, ich spiele mir hier selber ein, sondern also mir würde es schon machen, wenn da jetzt so einer sich findet, der sagt, Mensch, er hat auch Bock drauf, hier mal ein bisschen bei YouTube mit zu sein. Ja, vielleicht findet sich jemand. Ja. Cool, das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Müssen nur gucken hier drüben, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Aber eventuell könnten wir das ja hier unten getrennt lassen. Nur oben connecten, dass es oben quasi ein ganz großer wird und unten halt hier so ein Stückchen frei. Aber das müssen wir mal gucken. Ja. Weiß ich noch nicht so genau. Ja, mir hat keiner die Frage hier zu meiner Landeplattform beantwortet. Komm mal her kurz, Leiche hier. Siehst du mich hier hinten? Denn das Problem ist, wir können nicht viel weiter rausgehen, weil dann die Gravitation... Naja gut, du könntest dich im Sitz sitzen und versuchen, Schiffe abkoppeln, ob du ein Stück weiter rauskommst. Aber ich muss jetzt mal... Irgendwie habe ich jetzt hier keine Schwerkraft. Also die war letzte Mal, war die Schwerkraft... Na doch, wo ich bin, ist Planet 0,05, also ist schon da. Okay, zeigt er bei mir nicht an. Ja, komisch. Das ist sehr merkwürdig. Das ist aber genau ein, zwei Blöcke. Genau, also so hatte ich das gebaut. Also ich hatte im Prinzip überlegt, wenn du das von hier oben mal guckst, so hier aus meiner Höhe, also entweder das hier so als Rechteck, oder als Achteck, ja, oder halt komplett zu wie so ein Rhombus Verschnitt. Also quasi so wie die äußere Form ist. Also entweder wie die innere Form ist. Der Vorteil ist natürlich bei der äußeren Form, du hast mehr Platz und kannst ein großes Schiff dort hinstellen mit den Landeplattfüßen, mit dem Fahrwerk. Ja, ja. Also ich würde die äußere annehmen, die du da schon hast, denke ich mal. Ja. Okay. Sieht ganz gut aus. Dann bauen wir das zumindest schon mal fertig, dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Du hast auch viele Wegpunkte, ne? Kannst du mal gucken, dein Base Erde, wie weit die weg ist? Ja. Die ist genau 44,26 Kilometer. Also könnte es noch knapp 6 Kilometer weg rausfliegen. Eure Antenne hat ja 50 Kilometer Reichweite. Ah, okay, stimmt. Wenn du die jetzt größer machen möchtest. Nee, ich denke mal, das hier wird der äußerste Ring werden hier. Also viel weiter. Wir haben ja noch die anderen Seiten, das ist ja auch noch, ne? Das, ja, da musst du auch noch was hinbauen, ja. So, da muss ich mal gucken, wie weit das hier geht, okay. Das alleine drehen nervt, aber schon. Drehst du dir gerade hin, dann springt er dann mal rum. Ja. Das ist mir in der letzten Folge ist mir das ganz oft passiert, wo ich dann gesagt habe, was ist denn das für eine Kacke? Gut. Das haben wir dann mal so und dann müssen wir noch die Schrägen wieder ransetzen.
Dann ist die Landeplattform so gut wie fertig. Ja. Ist ein Träumchen. Hast du gesetzt? Nee, ich hab gerade gesagt, hier noch die letzten paar Blöcke gesetzt. Ja. Und dann ist die Landeplattform fertig. Soll der schräge Steg, der draußen zu deinen Stationen geht, auch mit Dreiecke zu oder ein bisschen so zackig lassen? Nee, der soll auch zu. Auch zu, ja. Also jetzt muss ich noch mal gucken. Hier ist ja genau, hier ist die Mitte. Bin ich mit den Dreiecken denn eigentlich richtig? Ich hatte das letzte Mal nicht so genau gesehen, aber theoretisch müsste der genau passen. Ja, sollte gleich sein. Und deine Plattform sieht richtig aus. Ja, der Vorteil ist, wenn die Leiche mitspielt, es geht einfach mal ein Stückchen schneller. Wenn ich das halt immer alles alleine machen muss, und da habe ich die Leiche gefragt und die Leiche hat gesagt, kein Problem. Jo, hab eh nichts Besseres zu tun gerade. Ja, bald ist Weihnachten, ne? Ja. Ich habe einen künstlichen Weihnachtsbaum hier bei mir in der Wohnung, aber das liegt einfach daran, hier gibt es keine echten. Ja, hatten wir auch, aber da ich ja neuerdings, ich sag mal seit einem Jahr, zwei Katzen habe, festgestellt, dass die den künstlichen Weihnachtsbaum irgendwie mögen und da drinnen rumturnen. Also musste ich vorhin los und einen richtigen holen. Ah, okay. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja. So, dann muss hier wieder ein Block hin. Ansonsten, was hältst du von dem Update? Ja, also ich finde es eigentlich ganz gut so, was die geändert haben. Bis auf, dass die Blöcke sich alleine drehen jetzt. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe mir nur so angeguckt. Ja, Magnetschuhe okay, aber so oft benutzt man, läuft man ja doch nicht. Hm. Also ich jedenfalls nicht, wirklich. Apropos laufen, ich habe mir gar keine Flaschen eingepackt. Bist du schon out of Sauerstoff, oder? Nee, aber Vorsorge, 40%. Ja, nee, das ist richtig. So, damit müsste der quasi der Rohbau stehen, wenn ich das jetzt hier richtig das hier müssen wir noch machen wir das hier glaube ich nochmal ab. Da weiß ich auch nicht, was ich hier bauen wollte. So. Dann hier kommt noch das Dreieck hin. Ja. Hat sich natürlich dann gerade wieder gedreht. Ja, es ist. Theoretisch könnte dann, also der unterste Flur ist eigentlich fertig. Also gut, fehlen natürlich jetzt die Fenster noch und die einzelnen Abmessungen der einzelnen Räume. Aber jetzt vom Gerüst her steht es.
dann. Das sollen ja auch die ganzen Wohnungen, Zimmer, ne? Die sollen ja auch alle Luft noch kriegen, ne? Das muss auch noch irgendwie dann gebaut werden. Ich denke, das würde ich dann unterirdisch oder man muss mit einem Zwischengang arbeiten, aber da verliert man natürlich super viel Platz, ja. Wenn du jetzt noch eine Zwischendecke einziehst. Ja, musst du wieder höher werden. Ich sag mal, dein Kreis, den du, sag mal, um deine Station bauen willst, wird ja groß genug, damit man da eine Ecke oder eine Diagonale nehmen kann für Räumlichkeiten. Und hier kommt dann. Hier kommt dann quasi der Eingangsbereich von dem offenen, na, von der Landeplattform. Können die dann hier rein. Mal gucken, was für ein Tor wir da nehmen. Natürlich noch überall Glasfenster ran, damit das ein bisschen schicker aussieht, ne? Ja. Die Seite und die Seite. Nee, er dreht sich nicht einmal in die Richtung, die ich will, ne? Ich hab's jetzt mal ein paar Mal versucht, schräg anzufliegen, aber. Nee, also er macht immer nur so hochkant, also nicht so schräg. Zwei. Ja, okay. Tor. Gate? Ne, wie heißen die Dinger hier? Ne, Hangar. Tür. Sound muted. Sound resumed. Tor. Hier sind sie doch. Airtight Door. Sie benötigen Panzerglas. Ich finde so, die nimmt schon gut an Gestalt an, ne? Also ja. Wenn man denn noch nachher noch ein bisschen mit einfärbt und dann halt auch die Räume fertig werden, denn sieht das alles schick aus. Unser Glas. Ansonsten schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet, wie also halt so eine große Station entsteht, oder ob ihr sagt, nein, lieber jetzt irgendwann nachher zum Mond fliegen und scheiß auf die Station. Ja, schreibt es nochmal in die Kommentare, damit ich weiß, was hier Basis ist. Oh. Das
ja auch. Achso, weil die nach oben aufgehen. Das sieht natürlich auch doof aus, ja. Naja. So, kann man da rüberlaufen? Ja, geht gerade so. Also im Prinzip Ziel ist es hier runter. Ja, hier ist kein Sauerstoff drinne. Die Leute kommen hier rein. Die Tür geht zu. Sauerstoff wird reingeblasen. Und man kann durchgehen. Und das hier ist nochmal so eine Schutztür. Damit hier nicht der ganze Sauerstoff entweicht, falls irgendeiner mal einen Fehler macht. Ja, dafür finde ich ja die neuen Türen ja richtig gut, ne? Welche? Die du hier auch verwendest, hier die. Die Airtight? Ja, genau. Ja. Ich hatte jetzt aber hier bei der Landeplattform habe ich quasi jetzt die großen gebaut, diese 3x2. Das einzig Doofe ist, wenn du dir die anguckst, die gucken natürlich, wenn die offen sind, oben raus, ne? Ah, kann ja mal ja. Den zumachen. Die verschwinden dann natürlich. Aber, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir... Nee. Kannst du da einen Block rübersetzen, hat nur ein Grafikfehler ist vielleicht? Nee, ich werde was anderes machen. Werde... Ja, so meinte ich ja, guck mal. Ja. Werde das noch ein bisschen stylischen... Mit so einer schrägen, weißt du? Ja. Da leider geht's nicht, leider passt die einzelne Schräge nicht, ne? Die. Hast du probiert? Ja, die deckt's gerade nicht ab. Also mache ich's im Prinzip so. Ach, ja. Und dann. Sieht es wie so eine Vorhaut aus. Ja. So, und dann kommt hier die Schräge. Ja, oder setzt die Tür noch ein zurück. Dann passt er mit den Seiten. Ja, oder so nochmal eine Schräge. Also, so hätte ich es dann. Warte mal kurz. Lass mal gucken, wenn du die andersrum drehst, wie die aussehen. Meinst du nach innen die Schräge? Ja. Das ist wahrscheinlich besser, ne? Ja. Und die hier auch schräg von unten, von der Tür nach oben laufen lassen. Gucken, wie das aussieht. Und dann muss aber hier doch die invertierte Ecke rein, ne? Ja, genau. Hallo. So, so. Dann kommt hier auch wieder die invertierte Ecke rein. Energy low. Oh. Ich habe schon Energy Low. Aber wir sind eh bei 24 Minuten. Gut, das schon. Das ging aber wirklich schnell. Ja. Das verstehe ich dich auch. Das ist, wenn ich denn immer so zocke, ja, dann baust du ein bisschen was, du überlegst kurz und dann auf einmal, zack, ist die Zeit rum. Ja, das war wirklich verdammt schnell. Ja. Gut. Ja, komm, wir treffen uns hier unten an dem. Dings mit dem Magnetschuhen. Ich suche dich gerade. Ach da. So, Magnetschuhe sind an. Wird geschweißt. Ja, Leiche, vielen Dank, dass du heute mich tatkräftig unterstützt hast. Und ja, wir wollen mal gucken, dass wir morgen noch eine kleine Runde drehen zusammen. Und ja, gerne. Ja, schreibt es nochmal in die Kommentare, ob
ja, halt Gäste, ob euch Gäste gefallen im Let's Play, dann bin ich nicht immer nur Alleinunterhalter, dann kann ich auch gleich mal eine aktive Meinung haben. Also gerne auch, wenn ihr als Zuschauer mal sagt, ihr wollt mal eine Folge mitspielen, hier drin sein, kein Problem. Edit mich bei Steam, schreibt mich an, wann ich aufnehme. Ist halt immer nur der Unterschied, dass ich 6 Stunden voraus bin. Und aber ansonsten kein Problem. Ja, ja gut, ich sag mal, du machst da die Nacht durch. Ja. Gut, alles klar. Okay. Leiche, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Und tschüss. Bis dann und ciao.